Prost, die Herren. Ja, Deadly Premonition, Leute. Was Trigger, was Dennis. Mhm. Wir kommen beim Bierdacher. Und nach langer Zeit wieder direkt aus der Zypresse hören Sie den Bierdacher Podcast 224. Mhm. Mit Dennis, Gregor und Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Ja, und wie immer, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere schnellsten Flatterer von allen, nämlich an Ayuvo und Bernd Schlapsi, die uns immer sofort flattern kommen, dass der Podcast ein paar Minuten lang online ist. Flatteren, oli oli. Da fällt mir direkt eine Frage ein. Bitte. Wer ist dieser ominöse Jörg? Der Jörg? Da schaust du auf Wokonic.com. Da liest seinen Stream. Ja, auf Google Plus. Jörg Wokonic, genau. Aber wir haben ihn circa einmal im Jahr in der Sendung. Ja, okay. Kann man also auch schon nachhören und vielleicht bist du auch mal dabei. Sein Feld war ungefragt auf die gute Idee gekommen, ist uns dann zu sponsern, was er auch halbwegs regelmäßig gemacht hat. Ist er jetzt der Sponsor dieses Podcasts. Mhm. Dauerhaft. Ja, das ist ein Studienfall von mir. Also, das passt auch so. Sponsor, er bereichert uns mit seinen Erfahrungen auch. Auf jeden Fall, er ist ja jedes Jahr auf dieser... Pioneer Festival war er diesmal nicht, und, aber er hat gesagt, er kommt bald wieder mal nach Wien. Na, das wäre schön. Also Grüße an dich, Jörg. Genau. Schöne Grüße. Über dich wird schon geredet. Der Jörg, über den man spricht. Okay, liebe Leute, habt ihr etwas, was ihr erzählen wollt? Das schaut ganz entgeistert. Was jetzt? ja, also jetzt ganz frisch. Ich habe gerade durch Zufall Fefe gelesen und bin auf das Thema TrueCrypt und VeraCrypt gestoßen. Und als zweites Thema hätte ich das schnellste Fahrrad der Welt, allerdings unmotorisiert. Es gibt auch ein motorisiertes schnelles Fahrrad, das ist noch schneller, aber das ist ja nicht so interessant. Ja, ja, und vielleicht fällt mir noch was ein. Ich habe nämlich, glaube ich, noch ein Thema, was ich vergessen habe. Ja, ich habe nur ein bisschen aus Couchlanden zu berichten. Ich habe zwar dieses Jahr nicht das Slash-Filmfest besucht, aber trotzdem ein bisschen dem Horror gefrönt in Form eines Spieles, nämlich Deadly Premonition. Und ich habe meine Serie angeschaut, über die kann ich mir vielleicht auch ein bisschen darüber reden, The Boondocks. Das ist eine animierte Serie für Erwachsene. Das sind so die zwei. Okay, ich kann berichten, dass ich sehr fleißig blogge und versuche jetzt mal so einen monatlichen Kalender zu bloggen und ein wöchentliches Links-I-Like-Posting zu machen. Also wo ich die Links, die ich die Woche lang gut gefunden habe, hinein tue, damit auf meiner Homepage regelmäßig neue Sachen drauf sind. Das habe ich hiermit auch schon erzählt. Und sonst kann ich berichten, ich war Wahlkämpfen für die Grünen, so Prospekte austeilen und habe eine fesche Uniformjacke angehabt. Wow. Steht ja uns bevor, die Wahl, ja. Und sonst irgendwelche Tech-Themen aufgeschrieben? Aber ja, ist schon eines kann man vielleicht reinbringen, weil das ist ja sehr, sehr erfreulich ist. Oh. LibreOffice ist 5 Jahre alt geworden, das kann man doch immer bringen, ja. Ich rede ja gerne über LibreOffice. Bitte. Nein, ich weiß nicht gar nicht. Ich rede zwar gern drüber, aber verwendest du auch LibreOffice? Ich verwende auch LibreOffice. Ja, natürlich, natürlich. Und nicht OpenOffice. Ich habe ja einige Windows-User, den ich mal so OpenOffice in den frühen Jahren verpasst habe, und die sind dann einfach, ja genau, richtig, immer auf OpenOffice geblieben. Aber die versuche ich immer so schrittweise auch auf dem LibreOffice zu bringen. Die sind ja auch das falsche Betriebssystem. Ja. Okay. Aus dir vielleicht auch. Mhm. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sitzen da. Ja, gesprächlich. Gesprächlich bei den Themen, glaube ich. Ich wollte gerade eins mal einchecken. Ja, bei LibreOffice natürlich. Fünfter Geburtstag, genau. Und kann man noch nicht mal reden. Gary, was kannst du empfehlen? Es geht gerade um das Essen, was ich essen möchte. Ein absolutes wichtiges Dönerchen zum Beispiel. Was? Dünne mit Reis und Salat. Wozu hätten Sie jetzt am meisten Lust? Was würden Sie jetzt gerne essen? Ich empfehle ihm das da, ist egal. Nein, nein. Ja, ich werde jetzt Ihnen Dünne mit Reis und Salat empfehlen. Ganz einfach. Dünne mit Reis? Und Salat. Salat. Ja. Mhm. Ha. Kalbfleisch vom Drehfleisch, garniert mit Reis und Salat. Ja. Mhm.
wäre irgendwie schon zu klassisch. Du kannst ja die Variation nehmen, das, ja, ist nämlich, anders, das ist Kender Kebab mit auf Tomatensauce mit Joghurt. Das ist ein bisschen nicht schöne Abrundung. Mir wurde vorhin schon die Vorspeisen empfohlen, würde ich gerne noch. Ja, das lesen. Ist der, ich sag, der Horst-Klassiker. Ah, das ist der Horst-Klassiker. Absolut empfehlenswert. Das habe ich auch schon gemacht. Horstplatte. Biertaucher. Das müssen wir rausschauen. Ja, vielleicht hier noch Biertaucher-Podcast-Empfehlung. genau, ich nehme mal die kalte Vorspeise. Danke. Beim nächsten Mal den Döner. Ja, ich werde das nächste Mal den Döner mit. Also, falls wir in den letzten 223 Folgen zu wenig Schleichwerbung für den Garib gemacht haben, man isst hier sehr gut. Wirklich? Ja. Garib kann gut kochen. Zypresse. Und ist ein Zypresse, Wiesbadenstraße, 35er. Gut, LibreOffice. Ja, LibreOffice, ja genau. Ich habe ja eh schon erzählt, eben OpenOffice, das hat sich dann als LibreOffice abgespaltet, ist unter einer eigenen Foundation steht das. Und das OpenOffice war halt, naja, unter der Ägide von Oracle dann und dann eigentlich. Wurde geforkt ins LibreOffice. Und ich weiß auch nicht mehr, wie sehr. Ich glaube, das haben sie jetzt noch einmal irgendwie weitergegeben vielleicht. Oder haben sie das OpenOffice? Das OpenOffice. Das gehört jetzt zu Apache. Apache, genau. Ja. Weil Oracle gesehen hat, sie bekommen da keinen Fuß mehr. Also vielleicht die Vorgeschichte wäre auch interessant, falls sie jemand vergessen hat. Es gab mal in den 90ern ein Unternehmen namens Star oder so ähnlich. Die hatten das Star Office. Das sah schon fast aus wie ein eigenes Betriebssystem. Es hatte sogar unten eine Leiste wie Windows 95 die Startleiste. Okay. Es hat sich auch so ausgegeben und man konnte es auch ganz gut benutzen. Lustigerweise, das Ding konnte man, da drin konnte man Java ausführen. Ich habe mal so scherzhaft einfach mal eine Klasse geschrieben und zwar nur einen Button und habe das ausgeführt, diese Klasse, und es wurde mir ganz vollbildlich ein Button angezeigt. Okay. Das hat eine eigene Java-Engine eingebaut, oder? Ja, was? Also nicht eine eigene Java-Engine, sondern es konnte mit dem Java, was man installiert hat, interagieren, und ach, Java so war immer in Pflicht. Mhm. Okay. Ja, das war der Anfang. Dieses Unternehmen StarOffice, also sie hatten StarOffice, hatten dann ab Version 6, glaube ich, dann diese Leiste weg. Es sah dann aus wie wie Microsoft Office 97. Mhm. Und dann wurde Star von Sun aufgekauft. Ja. Sun, Solaris, SunOS. Und das ja, das waren noch schöne Zeiten. Und die haben das weitergebracht und haben das Ganze als Open Source Projekt auf die Beine gestellt. Mhm. Unter Sun typischen Bedingungen. Also man konnte nicht meckern. Also ja. Achso, Entschuldigung, Star hat selber schon, glaube ich, als Open Source gestellt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, OpenOffice kommt von StarOffice durch Sun. Und Sun wurde dann leider von Oracle aufgekauft. Mhm. Also Oracle, falls einem das nicht sagt, das ist eine Anwaltskanzlei mit angeschlossener Softwareabteilung. Und ja. Die haben dann so gut wie alles, was Sun ausgemacht hat, komplett kaputt gemacht. Also jetzt kommt erstmal eine Schweigeminute. Ja. Das finde ich, zeigt auch ganz gut einer der Problematiken, weil Sun war eigentlich nicht so eine unsympathische Firma und so. Aber man, auch wenn die verantwortungsvoll mit einem Projekt umgehen, wenn die dann halt gekauft werden, wie bei Oracle, die halt keine, sagen wir mal, starke Open-Source-Tradition haben und dann auch die Ausrichtung nicht weiter gestalten, dann sind solche Projekte natürlich ganz schnell dann in Gefahr. Das ist, man kann es ja auch beobachten bei MySQL, da waren dann auch viele ja nicht dann glücklich mit der Weiterführung unter Oracle, und da hat sich ja auch schon mittlerweile durch den MySQL-Gründer die MariaDB abgespalten. Naja. Es ist auch vielleicht ganz gut als Warnung für die, die denken, ja, dieses Unternehmen ist vertrauenswürdig, und wenn ich denen meine Daten gebe, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, die tun nichts Böses. Aber es könnte ja immer noch sein, dass irgendwann dieses Unternehmen mal aufgekauft wird von jemand anderem, und dann die Daten in der Konkursmasse.
Ja, genau. Ja. Also das ist immer gefährlich. Das vielleicht noch abschließen, und das LibreOffice hat sich ja nicht zuletzt deshalb dann geforkt vom OpenOffice, weil die Community, ich glaube, da ging es um irgendeine Namenssache, die Namensrechte an OpenOffice wollte sie nicht der Community geben. Also es ging gar nicht so sehr um den Code, das war ja klar die Lizenz von Code, sondern um die dazugehörigen Namensrechte und das Marketing. Ja. Ja, auf jeden Fall ein unterstützenswertes Projekt, das LibreOffice. Habe ich auch da letzten, die Republik hatten sie einen kleinen Stand, da habe ich hier auch mir gleich ein T-Shirt erstanden von denen, und den kann man auch, weil sie machen einen wirklich wichtigen Job. Und ich behaupte sowas, was möglicherweise falsch ist. Ich bilde mir ein, man kann LibreOffice flattern. Okay. Ich glaube, sie haben einen Flutter-Button, aber das stimmt möglicherweise gar nicht. Einfach hinschauen. Ja, die Einstiegshürde, was zu geben, ist auf jeden Fall relativ niedrig, weil sie geben gleich die Möglichkeit, wenn man es sich runterladet, mit einem Button, dass man da gleich ein bisschen was rüberschiebt. Ja, LibreOffice, oli oli. Ja, das war schon das Thema, oder? Okay. Also ziemlich, ein gerne schönes Roundup. Ich merke gerade, ich habe vor lauter Aufregung, weil damit es die Hörer jetzt mitkriegen, also vorher, wie diese Pause war, hat der Gary bei einem Computer angeschleppt, auf dem Windows Vista, also 7 war und hätte Vista sein sollen, und der geht nicht. Und er hat uns jetzt die Erlaubnis gegeben, das zu killen und Linux drauf zu tun. Also wieder ein freier Computer mehr, ein befreiter Computer mehr. Ah, nein, ich habe vergessen, einige Sachen zu erzählen. Und ich werde die dann hinten rein einfach tun. Eine ganz wichtige Ankündigung habe ich, die Game City ist dieses Wochenende. Ich versuche alle, die das hören und die irgendwie im Raum Wien sind oder schneller mal nach Wien fliegen können, unbedingt nach Wien zu kommen. Freitag, Samstag, Sonntag im Wiener Rathaus bei freiem Eintritt kann man sich so Computerspiele anschauen von großen proprietären Herstellern und den absoluten Höhepunkt in einem neugotischen Gebäude gibt es einen Infotisch gemeinsam von FSFE, Free Software Foundation Europe und Firma Spielen Programmieren, wo man einen kleinen Programmierkurs kriegen kann für den quengelnden Nachwuchs. Oder ja. Schön. Wird der Supertron auch wieder dabei sein? Wird auch dort sein. Ich weiß leider immer noch nicht genau, wo wir stationiert sein werden, aber ich nehme an, wir sind in der Nähe vom Supertron-Stand. Also Supertron wird wieder aufbauen, so alte Videospiele und auch alte Computerspiele, was ich gehört habe. Also sie haben auch so eine Ecke mit älteren Computerspielen. Zumindest habe ich das gehört. So, alles. Vielleicht sollte ich auch mal mit meinem 128er unterm Arm auf die Game City kommen. Ich komme mit meinem Taschenrechner. Geht auch. Ja, und ich, also das war jetzt wirklich sehr ernst gemeint, weil ich bin größtenteils allein auf meinem Infotisch. Also die FSFE hilft mir ein bisschen, aber ich muss halt so Dinge machen wie aufs Klo gehen oder will vielleicht auch einmal die Game City sehen, und sondern freue ich mich extrem, wenn irgendwer Bekannter kommt und sagt, er kann mich jetzt 10 Minuten vertreten und ich kann einmal eine Runde gehen. Game City. Wiener Rathaus, dieses Wochenende. Ich glaube, eine Woche später ist dann auch die Spielwarenmesse. In Nürnberg? Oder? Nicht Spielwarenmesse, die Spielemesse in Wien, also für Erwachsene. Also Gesellschaftsspiele. Also da gibt es auch, ja genau, es gibt doch eine große Messe in Brigittenau, glaube ich, ist das. Jedes Jahr. Okay. No, ah, das kennt ihr gar nicht. Richtig, aber an mir läuft vieles vorbei. Kannst du den Link irgendwie schicken? Weil das, ja, da gucke ich. Fast raus. In der Brigittenau wohnen, weiß ich jetzt überhaupt also nicht. Also, ich meine es irgendwo Richtung Donau. Ja, vielleicht meinst du in der UNO-Site, dieses Spielefest. Das kann sein. Ist das das, ja. Okay, dann ist sogar auf der anderen Seite von der Donau. Ja, aber, das ist schon Floridsdorf, glaube ich. Uno City? Ist das oder nicht? Transdanubien auf jeden Fall. Ja. Ausland. Nicht wirklich Wien. Okay. Ja, das heißt, glaube ich, irgendwie Spielefest findet jedes Jahr statt. Ich war schon ein paar Mal dort, aber ich wüsste nichts davon, dass das jetzt bald ist. Also ich habe noch keine Plakate gesehen, aber wenn du da mehr weißt, das einfach. Ja, eine Bekannte von mir hat alle eingeladen, Game City und dann noch das Spielefest. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Okay. Ja, passt. Können wir gemeinsam hingehen. Ja, und die Erwachsenen-Spiele spielen. Genau. Ja, am besten bewegt man sich an dem... Oh Gott, das ist eine schlechte Überleitung. Dem Fahrrad dorthin vielleicht. Umweltfreundlich. Und man möchte ja besonders schnell dort sein.
das nächste Thema? Ja, so. Ich habe ein... Oh, Wahnsinn, Gregors erste Überleitung. 224 Folgen. Ich knüpfe vielleicht da auf etwas ungewohnte Art. Ja, ich habe ein super tolles, teures Spielzeug zu Hause. Das nennt sich Fahrrad. Hightech. Und Fahrräder sind eigentlich eine tolle Sache. Ich habe aber nicht ein... Hamster ist ein Hamsterrad. Das ist mein Fahrrad, genau, ja. Ich habe nämlich untypischerweise keinen Aufrechtsitzer, sondern ein Liegefahrrad. Und ich wäre heute sogar, mit dem Liegefahrrad hierher gekommen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte und nicht so nach Regen ausgesehen hätte. Es hat zwar ja heute nicht geregnet, aber es sah ein bisschen nach Regen aus. Und ich habe kein Schutzblech, da werde ich pitschepatsche nass. Ja, ist das kein so Liegerad mit einer komplett zugeschweißten... Da komme ich gleich noch zu. Also ich habe ein offenes, dreirädiges, also ich habe vorne zwei Räder, hinten ein Rad und liege da richtig schön gemütlich drin und gebe Gas. Und der Antrieb ist dann vorn oder hinten? Also der Antrieb ist hinten, also ja, ich selber habe die Kurbel, also da, wo die Füße ich einklicke, sind vorne und zwar ganz vorne, sind noch vor den Vorderrädern. Das heißt, das ist eine riesige Kette nach hinten. Ja, ich habe jetzt auch gerade die Kette erneuert, ich musste drei Stück kaufen, um die zu erneuern und die dann auch noch zusammennieten und so weiter. Das ist schon ein bisschen Aufwand, aber ja, man kann es auch. Kannst du unter einem Lastwagen durchfahren? Unter einem Lastwagen nicht, aber unter den typischen Absperrungen. Am Supermarkt schon. Oder wenn irgendwo Forststraße steht und da ist eine Schranke, unter den kann nicht ich herfahren. Ich muss nur den Kopf ein bisschen zur Seite bewegen, komme ich unten drunter her. Absolut kein Problem. Alle anderen müssen absteigen oder sowas. Ich fahre drunter her. Und sonst gefühlt, also fühlst du dich im Verkehr irgendwie mehr gefährdet, weil du doch um einiges tiefer... Stell mal die Frage anders. Also die typische Frage, die man bekommt, ist, wird man da nicht totgefahren? Und nicht totgefahren, genau. Und meine typische Antwort wäre darauf, ja, mehrmals täglich. Das ist echt ein dickes Problem. Und du bist ja auch mit dem Gesicht halbwegs in Auspuffhöhe, ne? Ja, das ist das einzige Problem. Auspuffhöhe ist wirklich etwas, was nicht so schön ist. Aber ich könnte mir eine Maske oder so anziehen. Es ist das Einzige. Oder so einen aufklappbaren Schnorchel wie ein U-Boot. Ne? Ja. Wow. In meinem Leben wurde ich erst einmal mit meinem Liegerad übersehen, da hatte ich allerdings noch ein zweirädriges und es wäre auch wurscht gewesen, was ich für ein Fahrrad gefahren wäre oder ob ich Fußgänger gewesen wäre. Die Frau hat überhaupt nicht hingeschaut. Ah, okay. Und ja, es ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Komplett unverletzt. Nur das Auto hat einen kleinen Schaden abbekommen. Mein Fahrrad blieb ganz. Und was ich erzählen wollte ist, es gibt dann eben dieses schnellste Fahrrad, gerade in Kanada, das hat über 130 km/h geschafft. Es handelt sich dabei mit Muskelkraft und ohne Wind. Es ist so gebaut, dass es ein Liegefahrrad ist, ein zweirädriges mit einer Verkleidung. Er hat vorne eine Kurbel, wie bei mir auch. Also die Kurbel ist vor dem Vorderrad. Er greift also über das Vorderrad mit den Beinen. Und er liegt so drin, dass er nichts sehen kann. Also selbst wenn die Verkleidung nicht wäre, er könnte gar nichts sehen. Es wäre unmöglich. Also eine Spiegelkonstruktion könnte man machen mit so einem... Hat eine Kamera drin und Bildschirme. Cool, ja. Wow. Ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ich werde auf jeden Fall... Auf YouTube und ja, ist auf YouTube und auf Heise haben sie es zufällig geschrieben. Das sind dieselben Typen, die auch das erste Mannkraft-betriebene Fluggerät gebaut haben, was so größer ist als eine Boeing 747. Das ist ein Flatter-Ding. Genau, richtig. Ja. Die haben dieses Fahrrad gebaut und sie hatten vorher schon Fahrräder, die haben da gerade... Das sind die Ur-Muskelkraft-Freaks. Genau, richtig. Und was mich zuerst mal gewundert hat, ist, wieso Kameras? Wieso benutzen die nicht durchsichtiges Kunststoff oder so? Es hätte nichts genützt, Rahmen. Mit den Beinen nach oben liegt. Oder? Genau, dieser Rahmen ist nicht durchsichtig. Den kann man auch nicht durchsichtig bauen. Der muss ja auch was aushalten. Und das wäre nicht möglich gewesen. Also deswegen ist der dort im Dunkeln und hat zwei Bildschirme und Kameras.
statt dass es durchsichtig ist. Das ist ein Periskop gewesen. Ich habe mir dieses Video angeschaut und auch den Aufbau und so weiter angeschaut. Mhm. Es hat gar keine Gangschaltung, ist mir aufgefallen. Der Typ musste erst angeschoben werden, damit er ein bestimmtes Tempo von 20 km/h erreicht und dann konnte er losdrehen. Mhm. Und er hat es dann tatsächlich auf über 130 km/h geschafft, was schon ziemlich viel ist. Hast du kapiert, hat er so kleine Stützradeln oder wenn er zu langsam wird, kippt er zur Seite? Der hat nur die beiden Räder, die in einer Spur sind, also nicht nebeneinander, sondern in einer Spur. Ja, aber was macht er, wenn er zu langsam wird? Der kippt er um. Das ist, man kann auch sehen, dass er... Ja, genau. Das ist nicht dafür ausgelegt. Auch nicht für Kurven oder sowas. Also es hat keinen Fahrradständer sozusagen. Er kann gespart. Ein bisschen lenken, Kameras, dass er auf der aber Spur keine, bleibt. Mehr nicht. Ja, irgendwo muss man sparen. Also, mein Fahrrad hat keine Verkleidung, aber für mein Fahrrad, weiß ich, gibt es vom Hersteller sogar eine Vollverkleidung, genauso wie dieses Rad, nur halt dreirädrig. Die Räder wären außerhalb, die hätten eine eigene Verkleidung nochmal und das Ganze wäre ziemlich gut verschalt. Aber deine kannst du durchgucken durch diese Verschalung? Ja, es gibt dann oben einen durchsichtigen Streifen und ja, dadurch kann man auf jeden Fall durchschauen. Ich selber bin noch nicht selber drin gefahren. Mhm. Der Hersteller hat es, der kommt übrigens aus Gensandorf. Mhm. Made in Europe, der stellt nämlich alles in, wo war das? Ich glaube in Rumänien her. Mhm. Aber diesen Hersteller von diesen Fahrrädern gab es schon vorher. Mhm. Nur hat er Bausätze verkauft und keine Komplettfahrräder. Und er hat sich darauf spezialisiert, diese Fahrräder zusammenzubauen und dann zu verkaufen. Und die sind jetzt im Prinzip stark verbandelt und er baut jetzt diese Fahrräder zusammen und verkauft sie. Man kann sie auch, glaube ich, nur in Gensern dort kaufen. Und es sind wirklich die besten Fahrräder, die ich kenne. Also, dann hast du schon ein regensicheres Liegerad oder ist das trotzdem nicht für Schlechtwetter gedacht? Mit dieser Verkleidung. Also mit dieser Verkleidung bist du regensicher. Das einzige Problem ist bergauf, wenn du langsam fährst. Es hat nämlich oben extra eine kleine Öffnung, damit du ein bisschen Fahrtwind abbekommst. Aber wenn du langsam den Berg hoch fährst, das Schöne ist, mit diesem Dreirad, du kannst so langsam fahren, wie du willst. Aber weil du nicht umfällst. Weil man nicht umfällt, genau. Also es ist wirklich schön langsam den Berg hoch, alle kippen um, du bist der Einzige, der hochfährt. Und sagst du, ein Liegerad, ich meine, du hat das irgendwie mehr Gewicht als ein vergleichbares normales Herrenfahrrad? Das kommt drauf an. Also dieser Hersteller schwört auf Stahl. Seine Konkurrenten aus Deutschland und Tschechien und so weiter bauen die schon aus Aluminium. Mhm. Aber ich habe selber schon ein Rad gesehen, das aus Aluminium gebaut ist. Und bei Aluminium gibt es das Problem der Torsionskraft. Das mag Aluminium gar nicht. Und diese Schweißnähte und das Rohr gehen dadurch ziemlich schnell kaputt. Während Stahl ist stabil, das geht niemals kaputt. Dementsprechend wiegen zwei Rads, also ein Liegerad mit zwei Rädern, das ich ursprünglich hatte, mit Gepäck und allem drum und dran, glaube ich, 20 Kilo. Also ohne Gepäck waren es, glaube ich, 12. Und mein jetziges mit drei Rädern wiegt ohne Gepäck 20 Kilo. Mhm. Also du hast schon mehr Gewicht, also bist auch um das langsamer. Du hast ja nicht mehr Muskelkraft oder... Man hat dafür weniger Fahrtwind, den man ankämpfen muss. Also wenn kein Fahrtwind ist und ich den Berg hochfahre, bin ich im Nachteil. Aber ansonsten, wenn Fahrtwind oder sowas ist, bin ich im Vorteil. Also und wie schaut es von der Ausdauer aus? Also du hast nicht diesen gekrümmten Radlerrücken, nehme ich an, wenn du lange fährst. Das ist also für die Haltung oder für den Körper, nehme ich an, ist bequemer, länger zu fahren. Es ist auch etwas gesünder, weil der Rücken entlastet wird. Und ich bin jetzt wieder mal ein bisschen mehr gefahren und ich merke, dass ich Muskulatur in den Schultern und im Rücken aufgebaut habe, weil man kann nicht aufstehen. Danke. Nicht nur, du fährst bequemer, du schaust nachher noch besser aus. Nur am Bauch, da hilft es nichts. Man kann bei einem Liegerad nicht aufstehen, aber man kann trotzdem die ganze Kraft, sogar noch mehr Kraft dadurch erzeugen, dass man sich mit den Schultern in dem Sitz, in dem Liegesitz richtig reinklemmt und mit den Füßen stößt. Mhm.
Und das ist enorm viel Kraft, was man dadurch aufwenden kann. Und dadurch kann man auch ziemlich viel Kraft wieder in die Pedale und man wird schneller. Aber ja, man muss die Kraft erstmal aufwenden. Also das ist das Also normal gegen einen normalen Fahrradfahrer verlierst du da normal? Also überholt er dich immer an der Kreuzung, weil er einfach weniger Fahrradmasse zu bewegen hat? Oder kann man das nicht so sagen? Kann man so nicht sagen. Also wenn ich keine Ausdauer mehr habe, ja, was ich dann aber auch spüre, dann überhole ich niemanden mehr. Mhm. Dann sind alle schneller als ich. Mhm. Aber das liegt daran, ich bin ziemlich klein und habe kurze Beine und bin dadurch sowieso im Nachteil. Allerdings, wenn ich gerade ganz frisch bin, kann ich Gas geben und ich zische jedem davon. Also wenn es um Sprinten geht, bin ich im Vorteil, ja, sogar mit meinem Dreirad. Wenn es auf lange Strecken ankommt, bin ich jetzt derzeit mit meiner Dreirad-Kombination im Nachteil. Ich würde auch gerne wieder auf Zweiräder setzen und ein leichteres Fahrrad. Aber trotzdem ein Liegerad, also ein zweirädriges. Das definitiv. Aber du, ich nehme an, die Zivilvarianten von zweirädrigen Liegerädern, die haben dann irgendeine Ständerkonstruktion, dass sie nicht umkippen, wenn du zu langsam wirst, oder? Nein. kippst du? Es ist etwas Übung, also man braucht circa 2 Wochen, bis man damit wirklich gut fahren kann und stabil fährt, aber es ist definitiv möglich. Also ja, aber gibt es da sowas wie einfach den Fuß runterstellen? Ja, solange man nicht Klickpedale hat. Ja. Was ist mit den Händen da los? Ich komme mit den, also ja, den damaligen Fahrrad war ein bisschen höher als ja, die Tiefen. Ich hatte nicht einen Tiefflieger, sondern einen Hochflieger. War etwas mehr auf Gemütlichkeit ausgelegt. Ist mir passiert mit den Klickpedalen, dass ich nicht rauskam und einfach nur umgekippt bin. Es ist aber mir nichts passiert. Es ist an der Ampel einfach lag auf der Seite. Da empfehle ich dann Magnetpedale. Die hat der Hersteller nämlich auch im Programm, weil er ja Kooperationen wohl hat. Und mit den Magnetpedalen im Notfall kommen wir immer raus. Also das habe ich probiert und das ist eine sehr gute Lösung. Jetzt, da ich das Problem nicht mehr habe, habe ich wieder Klickpedale und habe meine Magnetpedale meiner Freundin gegeben und fahre wieder mit Klick, weil es frisch ist. Ja, also umkippen mal eben so, wenn man Klickpedale hat, kann passieren. Besonders ungeübt, aber ansonsten, naja. Es ist ungefährlich, an der Ampel stehend einfach mal umzukippen. Okay, liegt mal halt gerade auf der Seite. Letzte Frage, um wie viel zahlst du mehr für ein Liegerad als für ein normales Rad? Oder kann man das nicht so genau sagen? Oh je, über Preise sollte man vielleicht nicht sprechen. Also die schlechten Fahrräder, Liegefahrräder gibt es schon für unter 1.000. Ich empfehle, Abstand von zu halten. Das sind dann wirklich ganz miese Fahrräder. Ja. Weil das dort schon auf mehr ankommt. Aber sagen wir so, wenn man sich entscheiden möchte, ob ich jetzt ein aufrecht sitzendes Rennrad oder ein tief liegendes Rennrad haben möchte, sind die Preise nicht mehr so ganz unterschiedlich. Also man bekommt ab 2.000 Euro ein ungefedertes Fahrrad schon. Mhm. Also meins bin ich jetzt inzwischen auf 4.000 Euro schon rauf durch die ganzen Extras wie ich habe eine Bremse hinten, weil das ist nicht mehr üblich. Man hat nur zwei vorne. Ich habe noch zusätzlich eine hinten. Scheibenbremse ist bei dem Hersteller sowieso immer dabei. Also da gibt es keine anderen Bremsen. Und ich habe mit Vollfederung und das geht natürlich in den Preis hinein. Aber Vollfederung ist was Gutes, also. Ja, also ich kann Bordstein hochfahren. Und ich habe ziemlich kleine Räder, 18 Zoll. Ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, einen Berg runter zu sausen, über Wurzeln. Man kann nicht umkippen. Also, falls jemand den Getreidemarkt kennt, wenn man vom Museumsquartier Richtung Getreidemarkt runterfährt und in die Guppendorfer Straße einbiegt, ich kann das bei vollem Tempo. die Autos gucken da und manchmal hebe ich mit einem Rad ab. Aber es ist einfach geil. Dann da Comic-Vorstellung, sehr gut. Blöd ist nur, wenn dann auf der Gegenspur schon ein Auto steht.
Nein, das, also der Kurvenradius ist wirklich enorm. Also mit einem aufrechten Liegerad, Entschuldigung, das ist natürlich falsch, mit einem Aufrechtsitzer würde man wirklich schon fast auf dem Boden liegen, um die Kurve noch zu schrapsen. Du kannst dich wirklich voll in die Kurve legen. Ja, genau. Also es, man legt sich auch mit dem ganzen Körper in die Kurve, weil sonst würde man tatsächlich umkippen. Aber es ist ein tolles Gefühl. Und ich wollte noch Werbung machen für Friday Night Skating. Das ist von den Grünen. Jede Woche, allerdings nur noch bis zum 9.10., glaube ich. Dann ist es das letzte Mal. Nee, das, was du meinst, ist Critical Mass. Das ist nur einmal im Monat und zwar am 3. Freitag des Monats. Und direkt im Anschluss im Sommer immer Friday Night Skating. Und das sind alle? Ich habe gedacht, das ist nicht so Rollerblade. Ja, Friday Night Skating ist eigentlich mehr Rollerblade, aber man kann auch als Radfahrer dort sein. Okay. Also, ich war einmal dabei, aber es war sehr demütigend, weil da ist ein Typ mitgelaufen. Ja, das und er hat mich streckenweise überholt und ich war am Fahrrad. Das ist auch sehr zu denken. Ja. Es gibt da anstrengende Strecken, da ist man zu Fuß tatsächlich besser dran. Grüner Berg, die Strecke, boah, das ist eine Qual für mich bergauf. Mein Fahrrad ist auf Schnellfahren, nicht auf Bergfahren ausgelegt. Und ich habe auch diesen Läufer schon erlebt. Also, Er hat da mehr. Ja, ja, der ist schon öfters mitgelaufen. Der letzte Schlaffi von ihm gekommen. Ja. Und ich habe vor, am Freitag, wenn es nicht regnet, mitzufahren. Mhm. Und da kann, wer möchte, jemand das Fahrrad anschauen. Cool, ja? Ja. Super. Liegerad. Schnell. 130 km/h. Ich nicht. Okay. So, okay. Ich habe noch einen Film dann. Ja. Ah ja, genau, da hast du noch einen Film, genau. Zum schöner Leben. Richtig, kommt. Ja. Ich glaube, vom Fahrrad zu dem nächsten Thema werde ich keine elegante Überleitung schaffen. soll ich mal kurz... Du mal, du hast einen Horrorfilm oder Spiel? Oder? Ein Horrorspiel, ja. Horrorspiel, also jetzt so Psychoterror mit Wohnungskollegen oder Brettspiel? Oder, nein, oder? Das ist schon am Computer zu spielen, okay. unter PC, also unter Windows. Und das, ich habe mir das im Humble Bundle gekauft. Mhm. Und... ja, ich habe das gesehen, habe den Titel gesehen, Deadly Premonition, tödliche Vorahnung, heißt das Game. Und wie ich mich darüber informiert habe, ist mir schon aufgefallen, dass dieses Spiel die Spielewelt so ziemlich teilt, also sehr polarisiert. Und ich muss einen Disclaimer jetzt, bevor ich, egal was ich jetzt nachher sagen werde über dieses Spiel oder so, kauft euch dieses Spiel nicht. Aha. Es ist eine Warnung, ja. Es ist instabil, es stürzt laufend ab, es stürzt wirklich, man kann es doch erwähnt, dass es auf einem Betriebssystem spielen muss. Ja, es ist natürlich auch ein Windows, ist natürlich auch nicht so sympathisch. Und das Spiel selber von der Mechanik oder so, die es bietet, ist grottenschlecht, kann man sagen. Grottenschlecht. Und der Erfinder selber, ich habe ja auch ein Ding, das ist ein Asiate, der Hidetaka, Hidetaka Suehiro, Spitzname Sveri, der kommt auch mal so im Spiel vor, dass er, dieser Spitzname, sagt auch selber von sich, er kann eigentlich nicht verstehen, das ist eigentlich nach objektiven Standpunkten ein wirklich, wirklich übles Spiel. Und es ist ihm nicht klar, warum Kindesweglegung. warum die Leute da noch kaufen. trotzdem darauf die neue Dimension dass sich da wirklich Hardcore-Fans dafür gebildet haben und so. Und ich muss sagen, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Wir waren teilweise wirklich am Abbrechen. Wir haben es zwei Tage liegen lassen, weil Abstürze und Spielzeit verloren. Okay. Und wir haben uns aber durchgebissen. Und warum? Also worum geht's? Also in Deadly Premonition ist ein, wie kann man es beschreiben, ein Open World Mystery Horror Thriller. Ja? Du spielst einen. Ja, du spielst eigentlich, es werden immer wieder Vergleiche gezogen zu Twin Peaks. Ja? Du bist ein FBI-Ermittler, es geschieht im
Genau, es geschieht in so einem kleinen, weißt du, so wie in einem Stephen King-Roman, im Staate Maine oder so. Ja, ja, ja. Der Ort heißt Greenvale, dort gibt es eine kleine Polizeistation. Das Ganze ist so eine Art Grafik-Adventure oder bist du in der 3D. Ego-Perspektive und rennst herum? Du bist in der Ego, also nicht Ego, sondern Third-Person-Perspektive. Also du siehst dann Max halt so. Richtig, und die Story wird dann durch Cutscenes erzählt, beziehungsweise wenn du Charaktere triffst, dann halt auch durch Textkästchen. Ja? Aber du rennst nicht mit der Schrotflinte herum und ballerst auf alles? Auch mittlerweile, also zwischendurch schon. Aber du kannst die Waffe einstecken, also so im Alltag brauchst du ja die Waffe nicht. Ja. Und du bist eben der Ermittler Morgan York und bietest doch jedem gleich irgendwie so, dich als York anzusprechen. Triffst auf die Polizistin Emily gleich am Anfang, die führt dich zum Tatort. Und beim Intro siehst du gleich, ein Großvater geht so mit zwei Zwillingen in den Wald und findet dort eine Serviererin, eine ehemalige von einem Diner, auf einem Baum aufgespannt, so in Jesus-Pose und eben ermordet, ein Ritualmord. Ja. Und du lernst halt im Laufe deiner Ermittlungen die Polizisten von dort kennen. Es gibt so einen Oberpolizisten, der immer so, du nennst ihn persönlich immer nur den Monarchen, weil er sich immer so herrschaftlich aufführt. Und noch dann einen natürlich trotteligen Polizisten und eben die Emily, die so auch ein bisschen das Love Interest ist. Und du lernst halt so die Leute dort kennen. Und dadurch, dass es ein Open-World-Ansatz ist, also du spielst dann wirklich so tageweise durch und kannst diesen ganzen Ort erkunden und besuchen. Also du kriegst keine spezielle Mission, wo du wann sein musst. Es ist halt so wie bei GTA, du hast irgendwie so eine Hauptmission. Du weißt so, wenn du gewisse Punkte und Dialoge anstoßt, da geht jetzt irgendwie ein Abenteuer weiter. Aber du kannst den ganzen Tag damit auch verbringen zu angeln. Ja? Also dem Kollegen, dem ich zugeschaut habe, hat eine Angelvorliebe. Ich habe sehr lange Angeln zugeschaut. Ja. Dieses Spiel bietet auch nicht viel Abwechslung in der musikalischen Untermalung. Ja. Dieses Angelthema hat sich eingebrannt in mir. Ich habe das dann nicht mehr rausgebracht teilweise. Ja. Und gleich wie du reinkommst in diesen Ort, das ist so in der Nacht, überschlägst du dich mit einem Auto und so. Und es gibt dann, also abgesehen von dieser Open World, die du halt besuchen und erkunden kannst, gibt es dann immer wieder so Horror-Abschnitte und da siehst du dann halt so Zombies auf dich zukommen und die musst du dann klassischerweise abburksen. Ja? So mit verschiedenen Waffen, Pistole, Schrotflinte, was auch immer. Ja? Und was soll ich sagen? Was macht den Charme dieses Spiels aus? Das sind die Charaktere und die Dialoge und auch das Angeln und auch das Japanische daran ist. Also es ist, ich habe ja schon einmal erzählt, ich habe ja auch dieses Adol vom Osamu Tezuka. Ja. Ich in letzter Zeit verfolgt mich das Thema immer irgendwie, dass wie schauen Inhalte, die in Europa oder Amerika sind, durch das japanische, asiatische Prisma gesehen aus. Und das heißt, diese Charaktere, auch wenn das jetzt wirklich so diese typischen aus Stephen King Filmen, diese Dorfpolizisten, und dann gibt's halt den Rock'n'Roller, der irgendwie einen Store führt, oder den reichen Milliardär, der irgendwie aber ganz unheimlich ist, der nur seinen Assistenten sprechen lässt. Und das sind so, sollen amerikanische Charaktere sein, aber allein die Körperhaltung und die Dialoge sind sowas von zutiefst japanisch, dass das einfach eine wahnsinnig skurrile Mischung ist, weil du bist wie in einem... Also ein Japaner macht ein amerikanisches Twin Peaks. Ja, du bist ein Twin Peaks mit amerikanischen Charakteren, die aber von Japanern gespielt werden. Also so kann man sich das vorstellen. Und noch dazu kommt, dass sie halt wirklich, also dieser Vergleich mit Twin Peaks ist sehr stark vorhanden. Also es kommen oft so rote Vorhänge vor und du wechselst auch oft in eine Traumwelt, du spielst dich selber als Kind und das Ganze ist hinreichend bizarr. Man kann es einfach nur sagen, diese Geisteswelt, dieser York hat zum Beispiel auch einen unsichtbaren Freund, den Zeig. Und während du mit dem Auto da irgendwie durch die Gegend fährst, unterhält er sich auch über einen Zeig oder steigt aus Gesprächen mit Realpersonen aus und unterhält sich mit diesen imaginären Personen. Und diese Dialoge, die kann man dann halt so im Auto so anstarten mit Talk, die haben zum Beispiel das Thema skurrile Filme mit Rutger Hauer aus den 80er Jahren. Und die waren so skurril, die Filme, dass ich mir Zettel und Bleistift geschnappt habe und mitgeschrieben habe. Weil ich mir nicht halt irgendwie... Also ein Lernspiel im tieferen Sinn. Ja, also da
da zeigt das Spiel halt wirklich Stärken, weil es halt wirklich in die Tiefe geht. Oder zum Beispiel unterhalten sie sich, ja, und früher haben wir so gerne Punkkonzerte besucht. Mhm. Wir haben beide nicht die Sex Pistols gemacht, aber ich hatte lieber Joy Division, du warst eher. Mhm. Und das, also wirklich schöne, verhörnete Gespräche. Und die Charaktere, man kann nicht sagen, dass sie Tiefgang haben, aber es ist eben alles schon so ins Klischee getrieben und ins durchs Japanische gebrochen, dass das einfach, es hat Charme. Ich auch, bitte. Ja. Achso. Ja. Es hat einfach, also ich bin dann irgendwann normal, also ab der Hälfte hatte mich das Spiel, weil die Dialoge und so, das war dann einfach liebenswert. Bist du reingekippt? Ich bin dann reingekippt. Und mir war das auch gar nicht also diese Action-Sequenzen sind wirklich lahm, also sie wiederholen sich. Ja. Es gibt jetzt keine große Abwechslung von den Monstern, es sind immer die gleichen, weiß nicht, vier Arten von Zombies. Und es ist auch wirklich langsam. Das heißt, du hast überhaupt keinen Stress. Ein langsamer Horror-Shooter. Ja, und auch die Autos sind nicht schnell, du musst da durchschippern und so. Und du bist dann aber irgendwie so ab der Hälfte, weil du kannst ja, also dadurch, sie haben es wirklich so Open World gemacht, dass sie haben ein Zeitkonzept, das geht irgendwie so Tag und Nacht, und du kannst die Leute und wenn du unter Tags irgendwie durch die Gegend fährst, siehst du dann auf einmal, okay, in dem Auto sitzt gerade deine Hotelwirtin, deine also sehr alte Hotelwirtin, und die fährt dann irgendwie durch, oder du kannst deine Verdächtige einfach so einmal, also wir hatten am Anfang haben wir uns im Ort nicht ausgekannt und sind sehr hungrig geworden. Jetzt sind wir in jedes Haus irgendwie eingebrochen und haben da irgendwie schon Verdächtige gefunden, mit denen wir uns unterhalten konnten. Also du kommst irgendwie in diese Welt irgendwie sehr schön rein. Dorf, wo du und Leute kennst. Genau, richtig, dieses Momentum, also auch dieses Twin Peaks Momentum, mit dem so, ich gehe jetzt ins Diner und esse meinen Kirschkuchen und sage, ah, das ist ein verdammt guter Kirschkuchen hier. Das kommt einfach, du lebst dich halt so wirklich schön ein in dieser Geschichte, ja. Und für den Überkomplexen steht da leicht überfordert. Ja, das kleine genau, Japanisch-Amerikaner, da kenne ich mich aus, wo ich mit jedem reden kann. Richtig, genau. Das Dorf im Computer. Das hat man. Und einen Tipp, also ich sage, also egal was ich sage, kauft es nicht, ja. weil wir haben uns wirklich so oft geärgert und teilweise mussten wir fast abbrechen, weil bei gewissen Cutscenes ist es einfach immer wieder abgestürzt. Ja, okay. Und da beginnst du in Foren zu lesen. Und wenn man in Foren über solche Fehler liest, dann kommt halt immer so ein Zwischen-Aber-Glaube. Also ja, es geht dann also so, Voodoo. Installieren Sie DirectX nochmal neu. Ja, ja. Schreiben Sie ins INI-File folgende Zauberbefehle. Opfern Sie Ihre Katze auf einer Maltar. Wir sind aber auf einen Trick, also bei einer speziellen Cutscene, wo wir schon fast aufgeben wollten, habe ich dann nochmal extra mit dieser Katze irgendwie recherchiert und diesen Namen. Und da sind wir auf einen Tipp gestoßen, der dann wirklich geholfen hat. Ja? Das war nämlich eine Zigarette zu rauchen. Du kannst ja diesen Spiel jetzt Zigaretten rauchen, ja? um Zeit vergehen zu lassen. Weil du musst ja irgendwie, die Polizeistation steht sperrt um 10 Uhr auf und so. Ist nicht nur anhängen, sondern auch rauchen. Ja, um die Zeit zu vergehen, stellst du halt ein, ich rauche jetzt 5 Stunden eine Zigarette. Und einer hat eben geschrieben, ja, die Systemclock, die ist eigentlich der Schuldige, der das ganze Spiel instabil macht. Das heißt, vor jeder Cutscene empfiehlt sich mal, eine Zigarette zu rauchen. Und dann hat man gute Chancen, dass die Cutscene nicht anstürzt. Also Rauchen ist ansonsten nicht empfohlen, außer in diesem Spiel. Es macht das Spiel stabil. Und nur in dem Spiel und nicht vor dem PC. Ja. Alles nur in der virtuellen Welt, ja. Und ja, wie gesagt, die Gegner sind sehr eintönig. Witzig ist dann, es gibt dann, für mich, das ist aber ein Open-World-Problem generell, finde ich, bei solchen Spielen, dass du manchmal nicht weißt, wann du ins Endgame kommst. Und eigentlich möchtest du noch fischen gehen, aber dann wirst du auf einmal durchs Finale durchgeschleust. Und das fängt da früh an. Du wirst zwar von dem superreichen Harry, der noch über seinen Assistenten redet, irgendwie gewarnt mit so, okay, jetzt lass dir bitte ein bisschen Zeit oder so. Aber es war dann eigentlich eine sehr lange Spielzeit, wo dann eigentlich nur noch ein Finale nach dem anderen. Mhm. Es zahlt sich aber aus, die Bossgegner, und hier kommt wieder das Japanische durch, die schauen dann immer wie aus Street Fighter entsprungen. Also die sind dann verzerrt, aber die sind dann halt auch wieder in diesem Stil gehalten. Ja. Und ja, abgesehen davon, du hast noch wirklich, wirklich viele, viele
Zitate von Horrorfilmen und solchen Sachen. Und die Handlung, muss man sagen, das ist auch das Sympathische und Tragische gleichzeitig, sie wollten halt zu viel. Das ist ja das Problem, was Horrorserien auch haben. Da gibt es nicht nur einen Grusel, die knarrende Tür oder den Geist, sondern da gibt es gleich einmal, weiß ich nicht. Das kleine Kind. Ja, kleine Kinder, sowieso unheimliche zuhauf. Und dann noch diesen Plot. Und da gibt es noch eine unheimlich aufgeschlüsselte Plot, sowieso sehr wenig. Du kannst es auch kaum verstehen. Ach, also, es hat mich zweigespalten. Ich habe es geschafft. Also bin ich stolz, dass wir das irgendwie noch durchgebracht haben. Aber du bist jetzt kein glühender Verteidiger. Es ist keine Empfehlung. Man sollte sich wirklich nicht antun. Ich bin ein Fan der Dialoge. Es gibt natürlich viele, die davon Fans sind, aber man kann es nicht empfehlen. Also das kenne ich dich ja schon länger. Das ist das erste Mal, dass du erzählst, dass du beim Spiel einen Dialog mitgeschrieben hast, um für die reale Welt was zu lernen. Ja, ja. Das spricht ja schon sehr fürs Spiel. Ja, ja. Und also man muss auch sagen, dieser Sverri, der sich das ausgedacht hat, es gibt wirklich eine Hardcore-Fan-Community und hat er ein Spiel draußen, das nennt sich Dark Dreams Don't Die. Ich habe gedacht, das ist so eine Art Nachfolger, ist aber ein episodisches Adventure-Game, so von dem, was ich jetzt gelesen habe. Aber naja, so viel dazu. Es ist ein skurriles Stück Software, kann man sagen. Ein sehr instabiles, skurriles Stück Software. Agent York Morgan. Ich kann einen Film, einen Kinofilm, zwei ja, sogar. Das heißt Out, oder? War das passend zu Herr Rutger Hauer. Ja? Vielleicht passend, also, passend zu gewalttätigen Kinofilmen. Ich habe 10 Euro gezahlt, glaube ich, für eine BMW-Werbung, die hat geheißen Mission Impossible. Okay. Ja. Habe ich gesehen jetzt. Mhm. Also, wenn man gerne Geld zahlt für deutsche Autowerbung. Das ist anscheinend, das ist auch sonst auch immer so in James Bonds. Also eine einzige durchorchestrierte BMW-Werbung. Also ich habe es genau erkannt. Nur einmal der österreichische Bundeskanzler, der auch prompt erst wieder angeschossen und dann stirbt er, fährt Mercedes. Der Loser, ne? Der stirbt doch. Das kommt ja auch Wien vor in diesem Das war auch ein bisschen der Reiz. Also wir haben mehrere Leute. Und ja, jetzt schauen wir. Und etwas, was irgendwie lustig war, also eine Szene ist in der U3-Station Schottenring. U2-Station Schottenring gedreht. Mhm. Und die hat so einen Abgang. Also man geht da mit einer Rolltreppe unter den Donaukanal. Dort ist die U2-Station. Ja. Und die hat so... Das ist ein riesiges Stiegenhaus mit so extrem großen Betonverstrebungen drinnen. Und die sind jetzt erstmals cinegrafisch gewürdigt worden. Also okay, in diesem Stiegenhaus. Eingefangen. Weil das ist halt architektonisch kann ein bisschen was. Also das sind richtig so meterdicke Betonverstrebungen. Es geht ein paar Meter runter und da gehen so etliche Rolltreppen. Das wurde natürlich auch im Kinofilm gemacht. Also Hollywood hat jetzt sozusagen die U2-Station Schottenring gewürdigt. Das allein freut einen ja schon als Lokalpatriot und seine lustige Szene. Oder lustig. Also der Tom Cruise nicht, aber ein Nebendarsteller steigt in Station Schottenring aus der U-Bahn aus und befindet sich dann auf magischer Weise in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Das ist irgendwie eine Station, der kann beamen. Also freut man sich. Ja. Ja, und ja, sonst die Wiener Oper sieht man, das war dann eigentlich auch schon der Österreich-Bezug. Ja, also für die Leute, die es nicht kennen, Mission Impossible ist so eine Traditionsfilmreihe von Tom Cruise. James Bond, Abklatsch. Ja, es ist basiert ja auf einer sehr guten Serie, nämlich, ich weiß nicht, wann waren die 70er, 80er? Mission Impossible, wer es nicht kennt, zu Deutsch, Cobra übernehmen sie. Ja, ist älter als James Bond. Ah, okay. Meines Wissens aus den 60er Jahren. Nein, auch nicht. Vor James Bond, nämlich Anfang der 60er, gab es ja auch schon James Bond Filme, allerdings einen amerikanischen, der hieß dann auch John Bond, glaube ich, oder sowas. Aber den kennt keiner. Und Mission Impossible war auch in den 60ern jahrelang eine Serie. In Amerika hieß sie auch Mission Impossible, während sie hier Cobra übernehmen, sie hieß. Mitgespielt hat unter anderem, wie heißt er denn? Martin Landau. Ja, ich glaube. Das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Das war auch immer das Konzept von diesen extrem schwierigen. Dann Nimoy hat mitgespielt. Ah,
der Leonard. Ja, Leonard Nimoy hat mitgespielt in ein paar Staffeln. Und der ist nämlich der Einzige, der später noch in den 80er Jahren in der Nachfolgeserie auch noch mitgespielt hat. Die war aber nicht so erfolgreich. Die ging bis Ende der 90er, aber auch schon Ende der 80er bis Anfang der 90er gab es nochmal Mission Impossible. Und 95 oder so kam dann der Film mit Tom Cruise raus. Man kann sagen, vielleicht, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte so eine Phase während meiner Schulzeit, wo ich das immer am Nachmittag dann geschaut habe. Ja. Es gehört so zu diesem klassischen Heist-Genre. Es geht halt immer um einen Auftrag und sie müssen das irgendwie so einen Plan perfekt durchführen. Bis sie was geht dann immer schief, aber dann schaffen sie es im Grunde auch. Und was auch ganz ikonisch am Anfang ist, war immer so, dass sich der Auftrag immer auf besondere Weise übermittelt wurde. Irgendwie setzt sich der Hauptagent in eine Fotozelle rein, irgendwie um sich fotografieren zu lassen. Ein Tonband wird abgespielt. Mr. Phelps. Ja, Mr. Phelps war der Auftraggeber. Und am Ende kommt immer, diese Nachricht zerstört sich dann immer von selbst. Jetzt kapiere ich erst ein paar Andeutungen von dem Spiel, von dem Film. Okay. Ja, Ich bin ja irgendwann mal ausgestiegen, ich glaube beim zweiten oder beim dritten Teil, der von so einem asiatischen Regisseur gedreht wurde. Aber ja, also dem Film. Von John Woo, ja genau, das hat er dann nicht mehr so... Ja, ich habe den zweiten auch nicht gemocht, also ausgelassen habe ich ihn nicht. Ich habe ihn nur nicht gemocht, aber den ersten auch schon nicht mehr, weil... der Unterschied zur Serie, in der Serie war alles im Prinzip diese Organisation, die diese Geheimaufträge da verteilt hat an ihre Leute, und die Leute eben waren in einer Beziehung, die positiv war. Das heißt also im Prinzip eine heile Welt in sich gesehen. Natürlich nach außen hin nicht. Sie haben ja Diktatoren. In der ersten Serie war es so, eine Staffel ging nur um Diktatoren, eine Staffel ging nur um Mafia, eine Staffel ging nur um ich weiß nicht mehr was. Und die Bösen waren noch ansprechend böse. Ja. Und jetzt plötzlich bei den Filmen war es so, dass dann plötzlich innerhalb der Organisation so ein Twist aufkam. Und das zieht sich überhaupt bei allen Filmen, die auf Serien basieren, durchweg, dass der Hauptdarsteller und seine Leute in irgendeiner Weise ein Problem mit ehemaligen Agenten haben oder mit der Organisation an sich. Und das gefällt mir überhaupt nicht bei Mission Impossible, das gehört irgendwie nicht da rein. Also das ist, der Charme geht verloren. Dann halt diesen Film noch einmal, diesen man sieht es auch bei Drei Engel für Charlie. Da ist nämlich die Serie tatsächlich nicht ganz so gut wie die Filme. Ich fand die Filme wirklich grandios. Ich habe die Serie nicht so oft gesehen. Ich auch nicht, aber ich habe ein bisschen geschaut und bei Mission Impossible ist die Serie grandios und die Filme, ja, kann man nicht mehr wirklich vergleichen. Also, ist nicht mehr meine Welt, ja. Ja. In den fünften habe ich noch nicht gesehen. Also, Kommentar zu Mission Impossible, Rogue Nation war der Untertitel von diesem Spiel. Also, er spielt in Wien und also ich gebe jetzt keine Biertaucher-Empfehlung ab, aber es ist auch nicht so, dass man es nicht anschauen kann. Du wirst unterhalten und du solltest bei gewissen Plot-Elementen einfach das Hirn abschalten, weil sonst tut es nur weh, also wenn du nachdenkst, warum in einem wassergekühlten Computerzentrum dann liegt das hin, falls einmal wer reintaucht, dass er sich dort auch zurechtfindet. Ansonsten, du siehst sehr viele BMWs, also du zahlst einfach für eine BMW-Werbung. Ganz schnell fahren und so und sich rückwärts überschlagen können und nachher überlebst du das. Also, ja. BMW kann was. Toll, muss ich mir auch kaufen. Ja. Aber ich habe einen anderen Film gesehen, den ich eigentlich erzählen will. Ich war positiv überrascht. Ich muss gestehen, im Spiegel war eine Rezension und dann war ich schlecht drauf und habe gedacht, so, den Film schaue ich mir jetzt an. Und zwar ist das Alles steht Kopf oder Inside Out auf Englisch der Titel. Und zwar ist das ein Pixar-Disney Corporation Film und ich mag Pixar-Filme, das gefällt mir halt. Und ich war im Kino und in der 20-Uhr-Vorstellung und es waren keine Kinder. Wird auch mit der Uhrzeit zu tun haben. Aber ich bin eigentlich gewohnt, dass ich bei so Pixar-Filmen oft einer der Älteren bin und irgendwelche armen, genervten Elternteile sind dort mit ihrem aufreibenden Nachwuchs. Aber da waren es wirklich nur
Leute 20 aufwärts. Und also es gibt anscheinend eine Subkultur von Pixar-Fans, die schon im reiferen Alter sind. Gerade beim Pixar ist es ja so, dass sie immer für die Erwachsenen eine Geschichte erzählen und die Kinder aber auch ihren Spaß. Also ja, teilt sich es ja auch ein bisschen auf. Und ich muss sagen, also das... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut dieser Film Kindern gefällt, aber ich als Erwachsener wurde sehr gut unterhalten. Also es war wirklich ein Zeichentrickfilm für mich. Mhm. Und einfach weil er, ja, also Story ist jetzt eher von der Anlage interessant, er spielt größtenteils im Hirn eines 11-jährigen Mädchens. Ja? Und zwar ist das halt so verniedlicht, also... du bist im Hirn und das Hirn von dem Menschen wird so, schaut so aus wie so eine Raumschiff- oder Computerschaltzentrale und da sind halt 5 oder so Muppet-ähnliche Wesen und für jede große Emotion halt eins, also Ekel, Angst, Freude und Trauer und Zorn. Ja? Und die tun halt so wie die Crew vom Raumschiff Enterprise, lösen sich halt ständig ab, wer gerade an den Schalthebeln herumfuhrwerken darf und je nachdem, da gibt es immer wieder Außenansichten, dann siehst du halt, wie das Mädchen wütend wird wegen irgendwas und ein Streit kommt, je nachdem, wer halt das Kommando hat. Ne? Und die müssen sich intern natürlich auch in der Kommandozentrale zusammenreden und interagieren natürlich auch wieder mit der Umwelt und so. Ja. Und das ist schon mal vom Plot her recht lustig und das auch, eigentlich finde es war auch sehr, sehr nett gemacht und die Outside-Story ist jetzt also, das Mädchen ist ein bisschen traurig, weil halt die Familie umzieht, also sie verliert alle ihre Freunde und ihr gewohntes Leben und zieht von Minnesota nach San Francisco und so und dann streitet sie sich mit den Eltern und so. Und das größte Teil vom Film spielt aber inside, also im Hirn und das ist halt wie diese, eigentlich kann man sagen, über die erste Hälfte im Film siehst du nur, wie halt diese Emotionen im Hirn miteinander interagieren. Alles okay? Ja. Und das ist schon mal lustig, also die Wut, also das ist ein kleiner roter Mann mit Krawatte und wenn der das Kommando übernimmt, dann steigert er sich so in einen Jähzorn rein und fängt dann auch so an zu brennen. Und man kennt ihn als Gernot Hassknecht. Ihr nicht? Nein. Aha, okay. Kennt ihr die ZDF-Heute-Show? Nein. Diese Satire? Ja, Sendung? Aber ich habe es also nicht am Radar, aber ich weiß, dass es das gibt. Genau. Ja, da gibt es eine Figur namens Gernot Hassknecht und der Schauspieler spielt halt den Gernot Hassknecht und spricht die Stimme. In der deutschen Fassung? Ja, in der deutschen Fassung. Okay. Also, deswegen will ich mir den Film auch noch gerne anschauen, weil ich Gernot Hassknecht liebe. Also oder hasse, je nachdem. Also ich kann schon allein deshalb empfehlen, weil die Story halt interessant ist. Ja? Also wie schaut es im Hirn aus? Wie sehr bist du von welchen Emotionen gesteuert und so? Also, das spielt eine große Rolle und dann sind es halt so, die Erinnerungen sind so Kugeln und die werden dann im Langzeitgedächtnis abgelegt, wo so kleine Mindworker so schlumpfartig da so herumarbeiten und dann verlieren sie ab und zu so eine Kugel, wenn sie halt was vergisst. Das ist alles sehr schön bildlich dargestellt und dann gibt es so das Imagination Land und die Traumfabrik, wo halt wirklich die Träume so holzmäßig machen. In einem Raumschiff mit eigenen Persönlichkeiten. Ja, ja, und die gehen da, haben so Manuals, die sie lesen müssen. Und der Hauptkonflikt ist sozusagen zwischen der Joy, also die Freude, und der Sadness, also der Traurigkeit. Das ist so ein trauriges, pummeliges Mädchen mit Brille und Pullover. Okay. Und worum es dann geht, die höhere Moral ist halt, dass die lernen, also zum Leben gehört auch dazu, dass du traurig bist. Das hat auch einen Sinn. Also das ist also nicht Trauer, so. Freude. Gehört irgendwie zusammen. Also du kannst nicht das eine haben ohne das andere. Das ist so das Größere. Und was aber jetzt der Übergag ist und wo ich den Film da wirklich geliebt habe dafür, du sitzt die halbe Zeit schon in dem Film, also so über eine Stunde, und ja, ist ganz okay. Also das Hirn ist halt so super 3D-Landschaft und ab und zu aus dem Außenplot, wo es halt die menschlichen Figuren da siehst. Und dann ist so eine super Szene, wo das kleine Mädchen fängt dann Streit an mit ihren zwei Eltern oder die Eltern untereinander. Das ist so ein typischer Familienstreitsystem. Und du siehst halt so die Innenansicht von dem Mädchen und dann die Außenansicht, Mädchen, Mutter, Vater. Und dann plötzlich zoomt die Kamera zum ersten Mal in das Hirn vom Vater hinein. Und da sitzen auch diese 6 Emotionen. Und sie schauen natürlich alle ein bisschen anders aus und in der Mutter. Und das ist dann sehr, sehr köstlich. Und ab dem Zeitpunkt, und speziell am Abspann dann am Schluss, wird immer wieder aus Gaudi einfach hineingezoomt in das Hirn von anderen Darstellern. Am Schluss auch von einer Katze, wo es einfach leer ist. Und das ist extrem köstlich. Also da hätte ich mir richtig so
Das war so eine gute Stimmung auch im Kinosaal, die Leute haben wirklich sehr gelacht. Da hätte ich mir öfter gewünscht, so in totalen normalen Sitcoms oder so, was man halt so schaut, oder Nachrichtensendern plötzlich so einen Zoom ins Hirn hinein und wie es da gerade zugeht. Wäre, ja. Also um ein Beispiel zu geben, es ist eine Szene, da das Mädchen spielt Hockey oder so und begegnet einem Burschen und der lässt eine Flasche fallen und sie hebt es ihm auf und gibt es ihm zurück. Ne? Mhm, und man sieht nur die Außenansicht, er ist total entgeistert, also er checkt es nicht und ist praktisch erstarrt. Ne? Und sie gibt ihm halt die Flasche und geht weg und winkt noch so. Ne? Und dann, er ist immer noch erstarrt, wird in sein Hirn hineingezoomt und da blinkt dann seine große Frau oder Mädchen, Alarmtafel und alles getrunken drüber. Das ist halt extrem lustig. Ne? Ja, empfehlenswerter Film. Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Mhm. Ich habe ja eine dunkle Otto-Kassettenhörer-Vergangenheit. und da gab es einen Scherz, den ich eine Nummer, die ich sehr oft gehört habe. Und da geht es auch darum, nämlich so Kleinhirn an Großhirn und so Leber jetzt stillhalten, ich trinke jetzt was und so. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen. Und ich glaube, diese Art von Humor wird in diesem Film ja dann auch transportiert. Das Zweite, so Innenansichten sind ja sehr interessant. Da gab es ja mal, es war mal der Mensch, gab es eine Comicserie. Meine Lieblingsserie. Das war das mit dieser Geschichte. Und da gab es ein paar Ableger. Mhm. Und eine davon hat sich um den menschlichen Körper gedreht. Und auch dort war die Innenansicht eben durch Personen dann gekennzeichnet. Also das Immunsystem, die Krankheiten und so. Und da war das auch genauso abgebildet. Also diese Darstellung, Innerkörperdarstellung, das hat seinen Reiz. Das funktioniert schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Also interessiert mich auch. Glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, auch anzuschauen. Die Serie hieß Es war einmal das Leben. Ach, das war das. Sehr gut. Das gehört auch zu einer meiner Lieblingsserien. Überhaupt diese ganze französischen Zeichentrickserien finde ich grandios. Da gibt es ja auch noch diesen speziellen Österreich-Bezug, weil ja der Meinrad, das ist ja Schauspieler, eben den Bärtigen, diesen vollbärtigen Erzähler dann gesprochen hat. Im Deutschen. Ja, genau, im Deutschen. Das war dann immer noch was Besonderes, weil er so eine gute Erzählerstimme hat. Ehemaliger Ifland-Ringträger. Ja. Ich habe noch mal ein Polit-Thema, aber. Ja, mach. Ich hätte auch noch was zu filmen. Ich hätte nämlich noch. habe mir einen Film von Terry Gilliam angeschaut. Und zwar? König der Fischer. Schön. Ein Film von Anfang der 90er. Mhm. Den Film hatte ich nicht so sehr auf dem Radar, weil ich immer gelesen habe, Drama. Und Dramen mag ich nicht. Aber Terry Gilliam ist ja... Ja, eben, genau. Terry Gilliam muss man sich anschauen. Also, der Film ist grandios. Mhm. Also, so wundervoll mit Jeff Bridges, also The Big Lebowski, der Dude. Robin Williams, glaube ich. Robin Williams. Aber erst wollte ich Jeff Bridges halt nennen, weil man sieht bei ihm die Veränderung, wie gut er schauspielern kann. Mhm. Und das ist wunderbar. Also zuerst mal so ein Macho und wie er sich dann verändert und alles durchmacht. Es ist eine ziemlich starke schauspielerische Leistungen. Und wenn man The Big Lebowski und ein paar andere Jeff Bridges-Filme kennt und an den Film schaut, es ist ein himmelweiter Unterschied. Er kann gut schauspielern und in dem Film zeigt er es recht. Mhm. Okay, dann hat man den abgehakt. Robin Williams. Mhm. Da braucht man, glaube ich, nichts darüber zu sagen. Gibt es überhaupt einen Film, wo der nicht grandios gespielt hat, wo er nicht so eine richtige Rolle hatte, wo er so hervorstach, dass man ihn im Gedächtnis behält? Also mir fällt nicht wirklich... Es ist eine warme, freundliche Ausstrahlung in jeder Rolle, die er irgendwie... Genau, hat. Also bei Robin Williams gibt es, was das anbelangt, nicht so viel Bandbreite zwischen den Filmen, aber seine Bandbreite innerhalb eines Films ist wahnsinnig groß. Und besonders in dem, und es ist wirklich erstaunlich, wie Terry Gilliam es immer wieder schafft, die Schauspieler zu Leistungen zu bringen, die man nicht erwartet hätte. Also ich hätte nie erwartet, dass Terry Gilliam es schafft, oder dass überhaupt es jemand schafft, einen Schauspieler dazu zu bringen, nackt in einem Film zu spielen.
Und das ist für mich eine große Leistung von Terry Gilliam. Und Robin Williams, das rechne ich ihm hoch an, dass er das mitgemacht hat, weil das passt zu dieser Rolle. Er spielt einen Obdachlosen, der ursprünglich einen guten Job hatte, aber wegen Jeff Bridges Rolle, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Rollennamen nicht mehr, verliert er sein Leben sozusagen, weil... so ein sozialer Abstieg. Genau, ja. Richtig. Wie es dazu kam, erzähle ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, er ist jetzt auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Das ist schon wieder ein Thema bei Terry Gilliam. Und ja, diese Interaktion dieser beiden Schauspieler ist toll. Aber das Ganze ist ein Drama, weil du erzählst, klingt eigentlich, als wäre das ein ziemlich lustiger Film, allein von den Namen jetzt schon. Ja, der Film ist auch die ganze Zeit so richtig schön lustig. Ja? Es gibt nichts zum Lachen in dem Film. Also das ist keine Komödie, wo ich sagen würde, es ist nicht so eine Gag-Aneinanderreihung. Richtig, genau. Der ist wirklich ernst, er ist lustig, aber es ist wirklich kein Film zum Lachen, sondern einfach nur ein lustiger Film durch die Rollen. Also die Rollen sind lustig. Besonders dieser obdachlose Mensch, der wirklich einen sozialen Abstieg erlebt hat, der einer Frau nacheifert, gespielt von Amanda Plummer. Ja, ich glaube, Amanda Plummer ist das. Bekannt durch Pulp Fiction unter anderem. Okay. Die spielt die Rolle, wo sie am Anfang in diesem Bistro sitzen und dann das Bistro überfallen wollen. Ja, okay, ja. Diese Frau. Und auch sie spielt wirklich eine super Rolle. Es ist wirklich wunderbar. Aber der ganze Film ist jetzt eher traurig, weil es Drama ist? Oder nur ernst und an sich ernst trotzdem? Ernst, und es gibt viele Stellen wirklich zum Heulen. Also besonders durch diese Rolle, die Amanda Plummer da spielt, gleichzeitig in Interaktion mit dem Robin Williams, die Rolle schon. Aber was ich noch auf jeden Fall erzählen wollte, was mich wirklich überrascht hat, ist, man kennt ja diese 80er-Jahre-Filme, diese Frauen mit diesen Dauerlocken und diese Rollen, die die spielen, die dann wirklich keine Veränderung durchmachen, sondern einfach die Rolle spielen. Und Terry Gilliam hat auch so eine Rolle drin. Das ist die Freundin von der Rolle, die Jeff Bridges spielt. Und das ist für mich die bemerkenswerteste Rolle überhaupt. Ich habe am Anfang gedacht, das ist dieses Dummchen, wie in jedem Film der 80er und 90er Jahre, die einfach so da ist. Von mir gerettet werden muss. Ja, einfach nicht gerettet unter Umständen, aber jedenfalls Dummchen, die dann einfach nur da ist, damit eine Frau da ist und den als Sidekick in einer Beziehung oder sowas. Und diese Rolle ist grandios gespielt. Also es hat was Ernsthaftes, diese Rolle. Und sie macht auch eine Veränderung durch. Zuerst nicht, aber dann merkt man, dass diese Rolle dazu da ist. Und das war wirklich das Tollste überhaupt in diesem Film. Also Terry Gilliam Filme, ich kann jeden Film, den ich bisher gesehen habe, bis auf Brother Grimms, wirklich empfehlen. Brother Grimms ist halt nicht so dolle, aber alle anderen sind grandios von ihm. Und weshalb ich über Terry Gilliam reden wollte überhaupt ist, dieser Regisseur ist so unterschätzt und wird immer abgewiesen. Ja, aber auch nicht ohne Grund, muss man sagen. Hast du mal Lost in La Mancha gesehen? Nein. Lost in La Mancha ist eine Dokumentation über einen Film, den Terry Gilliam machen wollte. Ja? Da geht es um einen Film Don Quixote. Ah, okay. Ich habe gerade gelesen, Amazon finanziert ihm das jetzt. Ja, doch noch. Ja, das ist eine Story. Auf jeden Fall, wenn man über diese Dokumentation stolpern sollte, schaut sich das an. Johnny Depp hätte da irgendwie also Hauptrolle stehen sollen. Ist auch anstrengend. Es gibt eine Szene irgendwie, da kommen sie drauf am Drehplatz, dass irgendwie ist es so irgendwo in der spanischen Wüste oder irgendwo in der Wüste und der Johnny Depp sitzt so, ja. Und dann kommen sie drauf, dass ihr Drehort irgendwie unter einem Gebiet eines Militärflughafens riecht so ein Düsenjet gerade durch die Schallmauer, man sieht Johnny Depp immer so.
Yes, und ja, es geht einfach alles schief und ja, da sieht man auch so die Tragik und er hat halt dann auch Finanzierungsschwierigkeiten. Man muss sich ja auch nur Sinn des Lebens anschauen von Monty Python. Ne? Mhm. Da war er, glaube ich, auch verantwortlich für den Vorfilm. Der ist auch wunderbar von diesem Haus, das weggerudert wird und wo die Büroangestellten läutern und so. Ja. Und das war eigentlich mal gedacht als Vorfilm, aber hat dann vom Budget her schon das halbe Budget aufgefressen und so. Ja, weil der hat halt ja, wirklich ein interessanter Regisseur. Ne? Ja. Und was war auch bei zum König der Fischer, mir, es ist schon Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich habe nicht mehr ganz auf dem Radar, aber was mir was so Terence-Chillen-mäßig für mich war, auch diese Ausflüge in die Fantasie und ins Märchen-Eske. Und das ist ein Thema, was am Herzen liegt, deswegen wahrscheinlich auch Brother Grimm, auch wenn der nicht so gut ist. Aber generell dieser Übergang zwischen ernstem Drama und einen Übergang in die Fantasy bis Märchenwelt. Ja. Ich glaube, ich hatte auch einen Baron Münchhausen-Film gemacht. Ja, genau. Auch mit Robin Williams. Auch mit Robin Williams. Ja, als Baron Münchhausen. Genau. Und das sieht man, das kann er, das macht er super. Mhm. Und der Red Chillium hat viel zu geben. Also, und vor allem, ist er nicht irgendwie mit Matrix verantwortlich? Nicht Matrix, schon Brasil. 12 Monkeys und Brasil. Brasil, ja, bitte. Wobei ich sagen muss, ja, Brasil... Ikonisch, muss man sagen. Ja, aber das braucht man nicht mehr sagen. Genau. Wer Brasil gemacht hat, im Verzeich alle schlechten Filme der Welt. Genau. Und 12 Monkeys auch. Und da spielt ja auch, wie heißt dieser Schauspieler nochmal? Brad Pitt? Der spielt, glaube ich, auch mit, aber Bruce Willis. Ja. Bruce Willis hat dafür sogar gesagt, ja, wenn du nicht so viel Gage zahlst, okay, ich will Hauptsache, ich kann mit dem Terry Williams. Genau, ich kann den Terry Gilliam mitspielen. Ja, das ist eine gute Phase. auf jeden Fall. Und Don Quixote gibt es jetzt auch leider eine Hiobsbotschaft. Also damals, 2000, haben sie ja schon angefangen mit dem Dreh und es haben abgebrochen. Jetzt haben sie wieder angefangen, vor kurzem, und jetzt ist der Hauptdarsteller an Drüsenkrebs, glaube ich, erkrankt. Und dadurch wird der Film wieder maßlos in die Zukunft verschoben. Mhm. Also es ist Pech in diesem Fall. Und Terry Gilliam sollte ursprünglich Harry Potter Regie führen. Das wäre ein schöner Harry Potter geworden. Wie heißt die Buchautorin nochmal? Rowling. Ja, genau, Rowling. Die wollte nämlich, dass er die Regie führt und er hat auch ja schon gesagt, aber Warner Brothers hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Und was ist jetzt eigentlich sein Problem? Er ist zu anstrengend oder kann nicht mit Geld umgehen? Er hat so einen schlechten Ruf. Kassengift nennt man das auch. Ach so, das heißt, er macht schöne Filme, die nichts einbringen. Ja. Also er ist anschließend im Kreis mit dem Auto mehrere Minuten gefahren, laut Wikipedia, und hat sich so geärgert. Und wenn man sich die Filme anschaut, Terry Gilliam hätte diesen Film drehen müssen. Also das wäre sein Lebenswerk gewesen, auf jeden Fall. Den letzten Film, den ich gesehen habe von ihm, war Sio-Theorem mit Martin Walz in der Hauptrolle. Und den kann man sich auch anschauen. Ich fand den, ich habe ihn nicht verstanden. Also der große Plot, in dem es darum geht. Aber wenn einem schon Brasil gefallen hat, es kommt ein so wunderschönes Technikdesign. Das war ja bei Brasil wunderbar, dieses Steampunkige, diese Schreibmaschine mit diesen Lupenbildschirmen und so. Also wenn man davon schon angetan ist, dann muss man sich auf jeden Fall Sio-Theorem anschauen und dann hat man auch diese wunderbar skurrilen Charaktere, die halt immer oft auftreten in Terence-Chillen-Filmen. Ja. Gut. Ich habe noch ein Thema, was jetzt halt nicht ganz passt. Ich wollte erzählen, dass ich Wahlkämpfen war. Und zwar die letzten zwei Samstage, und also ich oute mich jetzt hier als Unterstützer der Grünen Partei in Wien, aber was ich bis jetzt immer gemacht habe, ich war Wahlzeuge. Das ist relativ mit wenig Aufwand verbunden. Da registriert man sich bei der Partei seines Vertrauens und dann geht man wählen. Und also wenn man so macht, wenn man es offiziell macht, geht man ganz in der Früh wählen und bleibt dann nach der Wahl sitzen mit seinem Wahlzeuge. Also kriegst du eine Bestätigung halt. Und dann bleibst bis zur Auszählung, hilfst bei der Auszählung. Und wenn die Auszählung vorbei ist, rennst du dann auf die Wahlparty von deiner Partei. Und der Sinn ist halt, dass du halt
mithilfst, dass da alles mit richtigen Dingen zugeht. Und der andere Nebeneffekt ist, dass die Partei halt sofort schneller als das offizielle Endergebnis, das Kretzelergebnis weiß von dem Wahlsprengel, weil du das dann per Handy durchgibst. Das ist der zweite Effekt. Aber mir, damals war mein Beweggrund eigentlich, da war gerade der Al Gore, hat die gegen den Bush verloren in Florida. Da war so ein Auszählungsdrama. Genau. Na gut, das ist wirklich etwas, da brauchst kein Hirn dazu, das kostet dich eine Stunde alle vier Jahre, das kannst du jetzt machen zur Rettung der Demokratie. Und ich muss sagen, das ist eigentlich echt auch empfehlenswert, weil man lernt die Leute von den anderen Parteien kennen, die dort sitzen. Also das, okay. Und man lernt die armen Typen von der Gemeinde Wien kennen, die da verdonnert werden zum Wahlzählen, also auszählen. Und das eine, also so eine Auszählung, also diese Plastikurne, wo das alles drinnen ist, schaut aus wie ein riesiger Papierkorb, wird dann halt so auf einem Tisch verkehrt herum ausgeleert und alle tun dann halt zu fünft oder zu siebt oder wie viel man halt ist, sortiert man dann halt die Stimmen und macht so Stricherlisten. Mhm. Und dann gibt es aber eine zweite Runde, weil dann müssen die ganzen Vorzugsstimmen zugewiesen werden und dann muss es ist relativ aufwendig halt, muss geschaut werden, stimmt die Vorzugsstimme für die richtige Partei. Und das einzige Interessante ist eigentlich, sind die ungültigen Stimmen, wenn zum Beispiel einer einen Wahlzettel durchschreibt und alles Arsch. Und da gibt es halt so super bürokratische Formulierungen, ob der Wählerwille erkennbar ist. Ne? Mhm. Und da gibt es die urwitzigen Typen, also die schreiben zum Beispiel einen Namen einer Partei quer über den Wahlzettel und drunter lauter Wichser oder sowas. Ja? Also, und dann muss man überlegen, na, ist das jetzt ungültig oder hat er eine Partei herausgestrichen? Und das kann man halt nicht diskutieren. Auch an dieser Stelle anmerken kann, dass natürlich auch ungültig wählen ein gültiges Votum ist und durchaus legitim. Vor allem besser als nicht besser wählen. Als nicht wählen, genau. Aber es muss halt das Kriterium ist sozusagen, ist der Wählerwille eindeutig erkennbar? Ja. Und wenn jetzt von einer Partei X jetzt zum Beispiel niemand in dieser Kommission sitzt, könnte es durchaus sein, dass jetzt zwei, drei Stimmen halt für die unter den Tisch fallen, wo man sonst diskutieren könnte. Aber also in Wien ist jetzt nicht so, dass groß die Wahlen manipuliert werden. Aber es ist halt ein Zeichen, dass man sich dafür engagiert. Okay, das habe ich bis jetzt immer gemacht. Und was ich aber noch nicht wirklich gemacht habe, war mich hinstellen und so Wahlzuckerln austeilen oder so Prospekte. Das bin ich halt bis jetzt noch nicht so auf die Idee gekommen. Mhm. Und jetzt habe ich das gemacht, weil ich gerne am Karmelitermarkt einkaufe am Samstag, also Bauernmarkt. Und da stehen natürlich auch alle wahlwerbenden Parteien vom zweiten Bezirk. Und dann habe ich halt den Grünen gesagt, na, ich kann ja eigentlich auch helfen, ich gehe da jeden Samstag einkaufen und habe das jetzt mehrmals gemacht. Und das, muss ich sagen, ist relativ lustig. Also man muss halt sich so sehr zu einer Partei bekennen, dass man sich da seine Jacke umzieht und den Leuten da halt so ihren Einkaufstaschen haben. Bist du zu Diskussionen gekommen? Oder? Ja, sehr. Und ich muss sagen, da hat mir sehr geholfen, dass ich schon seit Jahren in der Game City bin. Also kann man jetzt einbilden, ich habe ein Auge dafür, mit wem man Schmäh reißen kann und wer fad ist. Ne? Mhm. Und außerdem war es natürlich... Karmelitermarkt ist eine Bobo-Gegend. Also da wählen eh viele Grüne und da war das natürlich ein Heimspiel. Es gibt sicher härtere Gegenden. Aber es ist ganz lustig, weil einfach von den absurden Erlebnissen, die man hat. Also zwei Sachen sind lustig. Einerseits mit den Leuten interagieren. Man muss halt der Typ dafür sein, dass einem das gefällt. Ja. Und das andere ist, was ich finde auch nicht so schlecht ist, erstens lernst kennen, wer sich im Bezirk auch von der politischen Konkurrenz sozusagen engagiert, weil irgendwann hast du mit denen ja vielleicht auch wieder zu tun. Und das andere ist, du lernst auch die Leute von deiner Partei jetzt, also die Bezirksräte, die in den Bezirk hinein, lernst du ein bisschen besser kennen oder die Kandidaten. Das ist auch netter, ne? Wenn du mit denen per Du bist oder so, ist karrieremäßig vielleicht auch nicht blöd, wenn du irgendwann mal was brauchst. Aber von den Erlebnissen her, es gibt halt so Sachen, dass sagst halt, ja, wollen Sie ein Sackerl oder so? Ja, gehen Sie her, aber euch will ich eh nicht. Gehen Sie weg. Oder ja, kann ich für... Oder oft, ja, Taschen. Und am Markt brauchst du natürlich Taschen, ne? Da hast du zu viel einkauft und freust dich ganz Sackerl. Ja, und kann ich für die Schwester auch haben und für den Bruder? Und ich habe drei Kinder zu Hause. Ja? Und ich habe dann irgendwann gesagt, soll man die Wahlwerbung, was in den Taschen ist, aussetun? Ja, bitte. Nein, das kannst du nicht machen! Also man vergnüglich eigentlich. Ja, also ich habe halt eine Gaudi gemacht. Da haben wir gedacht, zwei Stunden am Samstag kannst du dich hinstellen, das tut dann nicht weh und dann hast du ein bisschen Gaudi. Ja. Und was war anders? Was ich sehr oft bemerkt, du bist dann halt, ich habe nämlich dann so eine Jacke gekriegt, also dass ich wirklich erkennbar war als
unbezahlter Funktionär der Grünen Partei und jetzt bist du die Partei X, ne? Weil du hast diese Jacke an und verteilst das Werbematerial. Mhm. Und jetzt kommen wildfremde Leute her und sagen, also hören Sie, die Vizebürgermeisterin, die war so lag, ja, und sudern dich an. Ich habe dann auch diese berühmte Gusenbauer als denken müssen, hört endlich auf mit dem Gesudern. Und die sudern dich an nach Herzen. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, mir ist wurscht, soll es mir ansudern, ich habe Gaudi und habe halt das ein bisschen geredet, ja, glauben Sie wirklich und so, ja, und die so dann nach Herzenslust und stehen da eine halbe Stunde. Und ich denke, das ist halt ein tiefes menschliches Bedürfnis, dass halt, du hast so nicht das Gefühl, dass Politiker dir zuhören. Mhm. Ne? Und aber so einen kleinen Wahlkampfhelfer, den kannst du dann erzählen, die Meinung sagen, warum die Partei Arsch ist. Ja. Hörst du das und halt haben an. Haben sich da Themen herausgebildet? Hast du irgendwas rausgehört? Oder ja, aber es waren jetzt, war jetzt nicht so viel. Also okay. Einerseits war es eher ein Heimspiel, weil die meisten dort sowieso der Partei, für die ich Werbung gemacht habe, eh positiv eingestellt waren. Mhm. Und was ich ein bisschen rausgekriegt habe, aber es waren jetzt Einzelfälle, weil das zwei alte Damen waren, die waren von dem, was sie so erzählt haben, waren es eigentlich grünaffin. Also sie waren Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, keine Autofahrer mehr und haben auch gesagt, ja, früher haben wir eh grün gewählt, aber jetzt können wir nicht mehr. Ich habe gesagt, na, warum können sie nicht mehr grün wählen? Na, wegen der Maria-Hilfer-Straße und das ist ja die Urfrechheit. Da habe ich halt an dich gedacht. Du musst ja. Da gedacht, ja, was ist denn da so schlimm? Ja, da kann man ja nicht mehr einkaufen. Das ist früher. Und dann geht es halt um früher und so, muss halt die Leute mit dem Schnee backen. Na, früher, da ist man in die Stadt gefahren, da hat man wirklich noch was einkaufen können, wenn man was Gutes kauft, ist man in die Stadt gefahren und heute na, nur noch Türken, wo du Schnecke ist, kriegst. Ja. Und also beide haben dann auch gesagt, sie haben früher dort gearbeitet in der Marienhilferstraße. Und ich nehme an, das war so wirklich die finale Kränkung war, was jetzt die Grüne Partei Länge mal Breite am Wahlzettel abkassieren wird als Watsche, war sozusagen die Kränkung, dass der Arbeitsplatz einmal sehr hoch angesehen war, mhm, und das jetzt halt anscheinend nicht mehr so ist. Und das wird dann festgemacht, dass, weil da jetzt nicht mehr die Autos fahren dürfen. Mhm. Wobei ich denke, das sind ja andere Probleme auch. Aber ist ja wohl schon gesehen halt, genau. Also ja, so wird es gesehen, sind, der kriegt halt die Watschen. Nein, aber nein, sonst ja. Und ja, sonst extrem viel positive Erlebnisse eigentlich. Also auch, ich muss sagen, auch mit anderen Wahlkampfhelfern von anderen Parteien. Das hat sich nicht runtergezogen irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Erstens war es ein unangenehmes für 25 positive Leute, die sagen, ja, Leiwand und so. Und auch so ist auch nicht, man redet mit halt einem Spitzenkandidat oder Bezirkskandidat von einer anderen Partei, sagst, aha, sie sind der und was glaubst du, wie viel Prozent ihr machen werdet, und tust halt so ein bisschen tratschen und so. Und ja, und viele Sonnenblumenkerne habe ich jetzt. Also, kann man natürlich dann auch eingehamstert ein bisschen. Ja, und also ich kann es nur empfehlen, wenn man sozusagen weiß, okay, ich mag eh die Partei unterstützen und möchte auch, dass die gewinnt, dann halt einfach hingehen beim, wenn man sie sieht, beim nächsten Mal machen ja Festwahlkampf und sagen, ja, kann ich euch da wohl mithelfen und so. Ich finde, es ist eine gut investierte 2-3 Stunden am Sonntag. Mhm. Das war meine Erfahrung. Ja. Ein guter Bericht, sehr gut. Haben wir noch Themen? Ich wollte noch eine Sache. Ja, eine technische Sache. One more thing. Oh Gott, schlechter Spruch. One more thing. Ja, okay. Eine Hiobsbotschaft. Und zwar bin ich vorhin drauf gekommen, Fefe schrieb, dass... Fefe? Fefe, Felix von Leitner. Das ist so... ich schaue gerade blöd. Ja, genau. deutscher bekannter Blogger und Fefe. Ja, genau, Fefe. Der macht den Alternativlos-Podcast mit Frank Riegert gemeinsam. Und jedes Jahr Fnord Views, Fnord News. Mhm. Und durch ihn bin ich drauf gekommen, dass ja Veracrypt ein Fork von TrueCrypt ist, und ich habe auch schon dieser Tage gelesen, dass Veracrypt ein zwei eklatante Bugs, die schon seit Jahren drin sein müssen, gefixt hat. Und er hat auch dazu sich geäußert, dass ja das ja dann TrueCrypt gewesen sein muss. Und da bin ich dann auch drauf gekommen, ja, das muss ja TrueCrypt sein. Mhm. Das bedeutet also, bei dem Audit wurden einige Bugs wohl doch übersehen. Mhm. Und zwar sind das nicht diese Art von Bugs, ja, jeder macht mal Fehler, sondern wirklich Bugs, wo man sich denkt, oh, da könnte doch jemand was reingefugelt haben. Also das, was man auf keinen Fall haben möchte, die Hintertürchen. Also
sieht dazu wohl ein bisschen... Dazu muss man sagen, TrueCrypt war keine Open-Source-Lösung damals, oder? Das war doch proprietäre... Doch, es ist Open-Source, aber die... Es war auch schon damals Open-Source, also schon immer war es Open-Source. Mhm. Der Unterschied ist nur, die Lizenz erlaubt es nicht, daraus einen Fork zu machen. Also es ist nicht Open-Source im Sinne von verändern, sondern der... Also keine wirklich freie Software, sondern... Ja, genau, es war... Was im Kontext von Sicherheitsrelevanz natürlich dann auch wieder... Anders zu bewerten ist vielleicht. Genau, und VeraCrypt haben dann halt trotzdem geforkt und ja, die ursprünglichen TrueCrypt-Programmierer sind ja vollkommen unbekannt, man weiß nichts über die und da hieß es immer schon, ja, vielleicht haben sie doch irgendwas. Und nachdem die gesagt haben, wir hören auf, gab es ja auch dieses Audit und eben dort sind die beiden Bugs nicht gefunden worden, die man jetzt gefunden hat und in VeraCrypt beseitigt hat. Mhm. Also man kann darüber jetzt sinnieren. Und was kannst du jetzt mit VeraCrypt machen? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Ach so, okay. TrueCrypt ist dazu da und auch VeraCrypt, um die ganze Festplatte zu verschlüsseln. Ah, okay. Das funktioniert mit Linux und das funktioniert mit Windows. Okay. Und du hast dann wirklich Container, die komplett verschlüsselt sind und keiner darauf zugreifen kann. Es basiert darauf, dass du einen Schlüssel hast, der allerdings auch auf der Festplatte abgelegt wird aus praktischen Gründen und ein Passwort. Mhm. Und das Passwort ist in diesem Fall nur noch die Sicherheit überhaupt, nicht der Schlüssel, weil der sozusagen der private Schlüssel bekannt ist, aber das Passwort ist halt nötig. Und da, wenn der Rechner runtergefahren ist, kann keiner mehr auf diesen Container zugreifen. Mhm. Das ist eine Vollverschlüsselung der Festplatte, nicht einzelne Dateien, wie bei PGP, wo es, glaube ich, auch einen Container gab. Sondern wirklich das komplette Betriebssystem sogar ist mit verschlüsselt. Und erst wenn der Rechner hochgefahren wird, gibt man das Passwort ein und dann wird alles entschlüsselt. Also nicht entschlüsselt alles, sondern dann wird alles zugreifbar. Es kann jederzeit entschlüsselt werden. Ja, und da scheint es jetzt doch etwas Haariges zu geben, wo man sagen sollte, vielleicht doch lieber nicht TrueCrypt verwenden. Also, und das VeraCrypt schon oder das ist um nichts besser als? Das basiert auf TrueCrypt, das ist TrueCrypt sozusagen. Das heißt, und sie hat diesen Fehler dann geerbt? Oder? Sie hat den Fehler geerbt, aber die beiden Bugs wurden dann gefixt. Mhm. Also ein paar Jahre warten und vielleicht die unterstützen und so weiter, dann hätte man eine ordentliche Software wahrscheinlich. Man kann es wahrscheinlich jetzt schon verwenden, nur regelmäßig updaten. TrueCrypt jetzt nicht mehr verwenden. Okay. Also wer jetzt noch TrueCrypt verwendet... Vorsicht. Ja. Es gibt auch jetzt schon bei Ubuntu und bei anderen Distributionen die Möglichkeit, die Festplatte Schlüssel auf was welchen Systemen basiert das eigentlich? Das basiert nicht auf TrueCrypt und nicht auf VeraCrypt, sondern auf etwas, das LUKS geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie es ausgeschrieben wird. Genau. Da gibt es dann das Skript Crypt Setup, womit man dann es anlegen kann, entschlüsseln kann und so weiter. Ubuntu unterstützt es auch, dass das komplette Betriebssystem damit verschlüsselt ist. Einzig und allein die Boot-Partition, die kann man natürlich nicht verschlüsseln, sonst kann es ja nicht mehr booten. Also im Prinzip dasselbe wie TrueCrypt und VeraCrypt, nur dass es wirklich Open Source ist, weil es im Linux-Kernel selber drin ist. Dafür gibt es keine Windows-Unterstützung. Das ist halt bei TrueCrypt und VeraCrypt das Besondere, weil BitLocker ist ja gar nicht Open Source, da weiß man überhaupt nichts drüber. Ja. Da sollte man ganz die Finger von lassen. Die Microsoft-Lösung ist das. Ja. Ich schließe ab mit einer Wiederholung. Bitte schauen Sie auf spielenprogrammieren.at/blog. Und zwar jeden Monat neue wichtige Termine in Wien und im Rest der Welt. Und jede Woche neue die Links, die was ich leibend gefunden habe. Und am Freitag Game City. Game City, Freitag, Samstag, Sonntag im Wiener Rathaus. Unbedingt hinkommen, die proprietären Spiele anschauen, wer das muss. Und sonst zum Spielenprogrammieren-Stand kommen. Und anschließend mit dem Fahrrad weiterfahren zum Friday Night Skating. Übrigens, wer Termine in Wien hat, der findet das cool sind und so, einfach mir schicken. Also ich trage das dann in meinen Kalender ein. Ich mache mir da wirklich sehr viel Arbeit jetzt und möchte das so ein bisschen pushen. Und am 11.10. wählen gehen. Das ist selbstverständlich, ja, aber eigentlich gut, dass du das sagst. Ja. Letztes Wahlkampferlebnis, also da war ich schon sehr erschüttert, dieser junge Mann gekommen und hat gesagt,
Ja, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wähle euch eh. Oder die Neos. Oder die Blauen. Oh. Ja. Aber so Sachen erlebst halt nur, wenn du selber mit Leuten redest. Ja. Dann sage ich danke, schön war's und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie nächstes Mal dabei sein wollen, also wir sind jetzt höchstwahrscheinlich bis Weihnachten mindestens immer in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Hier ist das Essen gut. Also ich habe den Vorspeisenteller gegessen. Die Horstplatte. Die Horstplatte. Kalter Vorspeisenteller. Wir und nächstes Mal das warm essen. Das ist ja, war sehr lecker. Das nächste Mal nehme ich wohl einen Döner. Okay, gut. Sag ich mal, bis denn. Tschüss.